Hey, was geht's, liebe Leute? Ich bin's wieder, euer Crush für die Vegetarian zurück bei Let's Play Octopath Traveler 1 für Nintendo Switch. Wir sind nun beim Flüsterwald angelangt. Dort wollen wir uns einen weiteren Auftrag widmen. Also dort wollen wir uns einen Jägerauftrag widmen und mussten leider Gottes feststellen, dass hier Bestien tatsächlich so zum Spaß töten und damit den Gesetzen der Natur hier widersprechen. Sprich, fressen oder gefressen werden. Und das gilt es jetzt zu unterbinden. So, jetzt muss die Schwäche auskosten. Nein. Lieber hier P stehen. Es ist halt blöd, dass Tresa gegen die keine Schwächen hat. Also, die kein... Denen keine, keine Waffe oder Element besitzt, wogegen sie schwach sind. In dem Fall wäre es vielleicht wirklich besser, wenn ich da Olberek hinzufügen könnte, aber... Der könnte genauso gut keine Elementschwächen einsetzen, aber dafür hätte er wirklich auch einen sehr starken, einen sehr starken Ulti-Angriff drauf, der alle Gegner trifft. Sehr viel Damage zufügt. Jetzt müssen wir Glück haben, ob wir unversehrt dabei sind. Nein, leider nicht. Der trifft trotzdem. Okay. Nochmal der Passalsturm hier. Und ich würde sagen, wir fangen uns hier die Bestie. Auch wenn es nur eine kleine ist. Man kann hier nur genug Bestien haben. So, ich jetzt mal einen Kampf bestreiten wir noch, damit wir genug haben, um dann auf Level 10 hochzusteigen, wenn wir erstmal den Boss besiegt haben. Auch wenn es mir lieber wäre, wenn ich noch auf Level 12 vorgekommen wäre, aber wir wollen es ja nicht übertreiben hier. Oh! Vor dem hier habe ich noch zwei Bestien zu fangen. Konzentrieren wir uns mal darauf, dass ich den hier zuerst mal aus dem Weg räume. So, und ich kann Tresa mal zum Einsatz kommen, so richtig. Okay, soweit so gut. So, der ist auch gebrochen. Den kann ich jetzt leider nicht brechen. Waldredkin 3 könnte ich ja noch versuchen zu fangen. Keinen Boost zufügen, also zack. Sehr schön ausgewichen. So, wie stehe ich das jetzt am besten an? Gabrodilla mal ein bisschen abschwächen. So, schauen wir mal, ob ich... Ah, sie hat keinen Boost. Aber ich kann ihn trotzdem fangen. Dann machen wir das mal. Ausfall. Eine weitere Bestie erfolgreich gekriegt. Ich kann... Jetzt möchte ich mich mal verteidigen. Gleich zwei Pfeile, ha? Vielleicht kann ich es auch so machen, dass ich gleich versuche... Gleich zwei Versuche, zwei von ihnen zu schnappen.
ich hoffe, das wird nicht zu viel. Nein, ich glaube nicht. Auch sie verteidigt sich am besten. Und sie fängt die nächsten Bestien. Oh, aber die Chance ist noch nicht gut genug. Aber ich probiere es trotzdem. Rotfuchs! Oh, da kriege ich Stärke 4. Yes! Was, die Monsterliste ist voll? Ach, na gut, dann tue ich den Wald-Redkin 1 weg. Na schön. Dann verteidigen wir uns hier weiter. Und sie fängt jetzt auch diese Bestie. Wir können mehrere Exemplare von schnappen, ne? Oh, was? Ich dachte, wir können mehrere Exemplare davon nehmen. Ach. Das ist aber schade. Ach, die Rufbereitanzahl steht hier. Tja, dann können wir den natürlich durch den hier ersetzen, weil der hat nur eine Rufanzahl weniger. Macht man das so, ne? Na, das war doch nice hier. Ach, Elfin steht vor einem Level Up. Aber lassen wir das jetzt mal. Gehen wir jetzt zum Boss über. Heilen wir uns vorher noch schnell. Ein paar anregende Pflaumen. Therion kann hier wieder FP stehlen. Okay, dann mal los. Da ist die Bestie, die einfach nur zum Spaß tötet. Ugh. Oh Mann, er hat doch schon ein paar Wölfe wieder auf dem Gewissen. Holy shit. Oh yeah. Es reicht. Zeig's ihm. Ja, der hat zu Recht Angst. Aber jetzt sind wir hier. Okay. Wir übernehmen jetzt. Du machst mir keine Angst, du Bestie! Das ist es, richtig? Du wurdest aus deiner Heimat vertrieben. Von einer noch stärkeren Kreatur besiegt, hat es dich auf deiner Flucht hierher verschlagen. Jetzt verstehe ich. Aber Kummer und Wut an den Schwachen abzuregieren, das ist eine menschliche Sünde. Es war deine Pflicht, dich dem Gesetz des Waldes zu unterzuordnen, ihn einen Platz für dich finden zu lassen. Doch stattdessen hast du ihm sein Herz entrissen und ihn für dich beansprucht. Damit bist du zu weit gegangen, Bestie. Und ich werde das Urteil des Waldes vollstrecken. Dann machen wir das mal. Das ist ein grauenvoll hässliches Vieh. Puh. Also mal gucken, welche Schwächen es am besten, welche Schwächen man hier hat. Also zuerst mal den Pfeil. Gut, der hat eine Pfeilschwäche. Steht's mit dem Dolch? Nein, aber Vergiftung, das ist nice. Speer? Nein, auch nicht. What the hell? Der macht Damage, shit. Axt? Nein! Hat aber viele Resistenzen. Dann halt mal den Passat. Ach, leider keine Windschwäche. Aber Feuer, das mag er doch auch nicht, ne? Dolch habe ich ja probiert. Das Großschwert musst du nachher auch noch probieren. Na, Feuer ist es auch nicht. Wie wir es mit... Kann ich überhaupt versuchen? Unsingbar. Ja, okay, geht nicht. Schade. Dann schaue ich mal, dass ich jetzt Elektrizität nutze. Ja, dagegen ist es auch schwach. Okay. Shit. Na schön. Probieren wir mal Eis hier.
Okay, eine Eisschwäche hat es auch. Jetzt mal die Axt. Nein. Boah. Macht schon echt Damage. Das Großschwert? Ja. Gut. Dann haben wir jetzt ziemlich alles probiert. Den Speer geht leider nicht. Auch leider Gottes keine... keine Windschwäche. Feuerschwäche hat er auch keine. Dolchschwäche hat er keine. Was wäre denn noch eine letzte mögliche Schwäche? Möglicherweise wieder ein weiteres Element, das wir jetzt nicht haben. Wir haben Wind, Feuer und Eis probiert. Speer hat auch keine Schwäche. Na schön. Dann wird es Zeit, dass wir es jetzt zum ersten Mal hier brechen. Gut, so weit, so gut. Und jetzt hier. Setz. Auf dem Pfeilhagel. Oder Präzisionsschlag. Ist unsehbar. Jetzt Zeit. Wild Red Ken. Zwei. Nein, ich setze am besten hier. Auf den Pfeilhagel. Hat nicht schlecht Schaden gemacht. Okay. Dann werden wir hier nochmal kurz hier Hani teilen. Für alle Fälle. Und jetzt gehen wir wieder ab hier. Er hat eine Großschwertschwäche. Aber das heißt nicht, dass ich auch noch jetzt wieder stehen kann hier. Was könnte ich denn da Feines stehlen von ihm? Oh, nur auf maximaler Stärke. Ja. Aber ich schau mal trotzdem, ob ich was Gutes stehen kann. Ein bunt Heiltraum. Okay. Das ist auch was. So, Tresser. Puh! Oder habe ich jetzt etwas zu viel habe ich schon zu viele gesammelt? Und kaum welche verwendet wahrscheinlich. Am besten. Ein Zeitschritt. Könnte versuchen auszuweichen, aber. Ich spende mal BP. Für Hanit. So. Damit sie noch gut zum Einsatz kommt. Dann setze ich mal hier auf den Wald-Redken. Ja, nicht schlechter Schaden, nicht schlechter Schaden. Okay, jetzt darf das Vieh wieder angreifen und wow. Chill mal dein Leben. Na, warte. Erste Hilfe für Furion. Nice. Okay. Dresser. Versuchen wir mal ein bisschen abzuschwächen hier. Nach und nach. Immerhin. Zum Glück hat er nicht noch zusätzlich Gesellschaft. Die meisten, die ganzen anderen Bosse haben mindestens ein paar einen zusätzlichen Gegner gehabt. Aber hier ist dieses Vieh ganz alleine. Das ist natürlich meine, eine gute Chance für mich. So, immer weiter abschwächen. Ach, ich bräuchte dafür FP. Aber ich nehme trotzdem den Pfeilregen. Nice! Das waren schon viele Treffer. So, ich würde sagen... Oh, Elfin? Ja. Ach, verdammt, der hat keine Multi... Mehreren er kann nicht mehrere von Eisangriffen auf einmal einsetzen, leider. Da bleibt keine andere Wahl. Ich greife halt... Ich nutze halt trotzdem mal ein... Zwei Punkte hier. Um... Mal mit Eiszapfen Stufe 3 anzugreifen. Trotzdem mal richtig Damage zu machen. Okay. Zeit wieder eine weitere Bestie zu rufen. Ja, unsehbar.
Aber ich hoffe, es gibt irgendwann einen Boss, den man auch fangen kann. Den Wild Redken oder Rotfuchs. Ne, den Wild Redken, weil das bricht ihn gleich mit dem Doppelschlag. Yeah, Baby. Und jetzt gehen wir wieder ab hier, so gut wir können. Ich würde sagen, wir nutzen lieber die Chance. Ach, ein Buntheiltrauben, das alle Verbündeten heilt. Oh, nice. Eine anregende Pflaume für Hanit. So. Wenn sie dann abgeht, dann, ja, gute Nacht. Kann sie sich selbst? Nein, sie kann leider selbst damit nicht. Energiegranatapfel. So. Und jetzt darf Tracer wieder abgehen. Den Pfeil. Oder hat sie da noch was Besseres? Oh. Ich kann noch Gold stehlen. 3200. Nice. Das sollte dann normalerweise ein Dieb machen, aber. Okay. Dann stehe ich mal FP wieder. Oder. 200% eigenen? Was? Nee. Ich stehle jetzt mal richtig. FP. Mach dabei etwas Damage. Und Hanit geht jetzt wieder ab hier. Am besten rufe ich eine weitere Bestie. Ab geht. Oder, nein, eigene Angriffe, Jägerfertigkeiten mit dem Präzisionsschlag. Oder, ja, Präzisionsschlag. Gut. Hat aber leider keinen Statuseffekt gegeben. Vielleicht sollte ich, nein, das bringt sowieso nichts. Dann jetzt hier, Amputation. Oder vergiften. Vergiften wir mal. Yes. Jeden Angriff zu parieren? Oh, scheiße. Das hört sich nicht gut an. Oder geht das wirklich? Könnte ich das noch irgendwie hinbekommen? Trotzdem noch zu erwischen. Erstmal. Es geht. Oh, aber er setzt. Oh, shit. Setzt einen heftigen Konter ein. Das meint man also mit parieren. Ach je. Aber er hat nur noch. Der kann es nur noch zweimal einsetzen, oder? Pfeilregen oder Pfeilregen. Konter? Ja, oh. Was? Zweimal? Scheiße. Ich muss einen wiederbeleben. Zeit jetzt, Alfins Wiederbelebungsfertigkeit zu nutzen. Kann ohne nicht viel machen mit den Schwächen. Ist jetzt aber sein Konterangriff vorbei, oder? Oder setzt er noch weiter drauf? Er hat aufgehört mit seinen Konterangriffen. Na schön. Dann mal weiter auf Schwächen setzen hier. Ich muss vor dem weitere Punkte hier sparen. Jetzt wieder. Schön eiskalt. Autsch.
Oh nein, daraus wird nichts. Jetzt. Gebrochen. Wie viel hat... Es ist noch nicht gelb, also wir haben noch viel... Müssen noch wirklich viel draufsetzen hier. Am besten rufe ich einen Wald Redken. Macht trotzdem viel Damage. Ich bestehle hier mal ein paar FP. Nicht schlecht. Ja, Hani darf nochmal. So, ich frage mich, wie viel das noch aushält. Oh shit, es ist bald seine... Es ist dann bald vorbei. EP spenden. Wie viel könnte ich denn jetzt damit insgesamt spenden? Ich glaube, ich greife lieber an. Volle Pulle! Okay. Reputation! Gut, nicht schlecht. Jetzt kommt er schon im gelben Bereich, also wir haben es dann bald. Alter, alter, alter. Oh Mann, Hanit! Ich stehe mal kurz davor. Bunt Heiltrauben. Nutze ich das gleich auch. Oh geil, 900. Das ist super. So. Jetzt reicht's. Zeit wieder eine Bestie zu rufen. Sie setzen schon ein bisschen zu oft ein, aber ich hätte vielleicht ja mit dem Fallhagel setzen müssen, aber... So, Schwert. Am Reden der Pflaume für ihn eigentlich am besten. So, wir haben noch eine ganze Runde Zeit. Moment, ist das schon ein roten Bereich? Aber das ist gerade... Oh, ist schon ein roten Bereich. Ja, geht nicht, das geht nicht. Ich will es eigentlich immer versuchen, aber... Nee. Na schön. Volle Pulle mit Pfeilhagel. Ich würde schon sagen, bitte triff doch mal. Ich glaube, der Pfeilhagel war doch ein bisschen zu viel des Guten. Noch einen Energiegranatapfel, ja. Hani soll noch etwas bekommen. So, dann darf sie wieder abgehen. Nee, lassen wir das mal. Hani bekommt noch einen weiteren BP. Oder Elfin am besten. So. Das ist gut unterteilt, wird das Ganze. Es fehlt nicht mehr viel. Das Vieh ist bald down. Könnte jetzt diese Runde beenden. Ophirion hat volle Pulle. Das heißt, wir können jetzt auch volle Pulle abgehen, ja. Stehen, volle Pulle! Und jetzt... Hanit? Verdammt! Gut, dann muss ich wieder... die Bestie rufen. Dieses Mal... die blendende Klaue des Rotfuchses. Oh, das wär's!
Geschafft! Oder Bosskampf war schon nicht von schlechten Eltern, aber geschafft ist geschafft. Ja, geh sterben. Du hast dein Leben nicht umsonst gegeben, denn du wirst einem dran als Nahrung dienen. Du bist jetzt ein Teil des Waldes und im Wald geht nichts verloren. Ja, jetzt laben die Wölfe an ihm. Kommt, meine Freunde, dieses Leben gehört allen. Die Pflanzenfresser dienen als Nahrung für alle Tiere, die Fleisch fressen. Die Fleischfresser wiederum sind Futter für die Stärkeren. Doch wenn der Stärkste von allen stirbt, dann kehrt sein Leben in den Wald zurück. Sein Fleisch nährt den Boden, das Gras, sein Blut wird zum Lebenssaft, seine Gebeine werden zu Holz. Er wird Futter für die Pflanzenfresser und der Kreislauf beginnt von vorn. Leben eng umschlungen, ein Teppich täglich neu gewoben, jede Faser Teil des Ganzen. Hör zu, mit ihnen Jäger zu sein bedeutet Leben zu nehmen. Achso, das ist, Meister. Hör zu, mit ihnen Jäger zu sein bedeutet Leben zu nehmen, aber nur um selbst zu überleben. Vergiss niemals, es ist deine heilige Pflicht weiterzuleben. Zu überleben und jene zu ehren, die durch deine Pfeile gefallen sind. Solange er nur von der Jagd spricht, ist er der klügste aller Menschen. Wenn er sich doch alleine damit befassen würde. Die Jagd ist vorbei. Jetzt ist Zeit, sich um die Gefallenen zu kümmern. Die letzte Ehre zu erweisen. War die Jagd erfolgreich? Die Beste lebt nicht mehr, diese Gräber. Ich habe mir erlaubt, sie auszuheben, während ich auf eure Rückkehr wartete. Ich danke euch, aber ich habe eine Bitte. Lasst die Tiere in Ruhe, möge der Weize sich holen. Das ist eine angemessene Bestattung für sie. Wie ihr wünscht. Oha. Hing, du bist zu uns zurückgekehrt. Wo ist der Meister? Ist ihm etwas zugestoßen? Das ist also der Wolf von... Oh no. Er ist verwirrt und verängstigt. Du bist in alle hergelaufen, richtig? Und zwar allein. Braucht der Meister meine Hilfe? Alles ist gut. Ruhig, Junge. Ruhig. Ist er gut, guter Junge? Der Meister ist in Schwierigkeiten, so viel ist klar. Ich muss schnell an seine Seite ein, wenn mir etwas passiert. Hegen, kannst du mich zu ihm bringen? Okay. Was immer auch passiert ist, wir werden ihn retten, du und ich. Das gilt es auf jeden Fall noch zu machen. Aber das dann ab dem nächsten Part. Und wie immer gilt, wenn es gefallen wurde, diese Bestätigung ist. Eines, wie immer gilt, wenn es gefallen wurde, diese Bestätigung ist eines. Thumbs up und Kommentar nicht vergessen. Und dann sind wir da beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Oh ja. Bis diesem Part von Let's Play Octopath Traveler 1 für Nintendo Switch. Also auf Wiedersehen und Tschüsschen, Leutchen!